Kämpferischer Aufruf gegen den russischen Diktator Putin. Die Witwe des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny, Julia Nawalnaja, ruft in einem neuen Video Russland zu einem Wahlaufstand auf. Alle sollen am Wahltag, dem 17. März um 12 Uhr zur Wahl gehen und somit ein Zeichen setzen. Alexei selbst hat uns gesagt, wir müssen den Wahltag nutzen, um zu zeigen, dass es uns gibt und dass wir viele sind, dass wir echte Menschen und dass wir gegen Putin sind. Es ist das erste Mal, dass Nawalnaja nach dem Tod ihres Mannes aktiv seine Rolle übernimmt. Es ist der erste große Aufruf an die Russen, sich gegen Putin und sein Kreml-Regime zu stellen. Sie fordert jedoch keinen Wahlboykott. Sie können für jeden Kandidaten außer Putin stimmen. Sie können ihren Stimmzettel verderben, Sie können Nawalny draufschreiben. Und selbst wenn Sie keinen Sinn darin sehen, überhaupt zu wählen, Sie können sich einfach ins Wahllokal stellen und dann umdrehen und nach Hause gehen. Schon zu Beginn macht Nawalny ja deutlich, warum sie diesen Appell an die Menschen richtet. Das sind sie, die besten, mutigsten und ehrlichsten Menschen unseres Landes, die Menschen, die mir Hoffnung geben. Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel es mir bedeutet. Wenn ich euch ansehe, bin ich überzeugt, dass alles nicht umsonst ist. Und dieser Gedanke gibt mir Kraft. Ich bin sicher, dass ich nicht allein bin. Sie bezieht sich dabei auf die Menschenmassen, die den Mut hatten, während der Beerdigung von Nawalny und auch an den Tagen danach auf die Straße zu gehen.